Was haben Gelatiere und ChemikerInnen gemeinsam? Sowohl bei der Eisherstellung als auch zum Abkühlen eines Reaktionsgemisches im Labor kann ein Kältegemisch aus Eis, Wasser und Kochsalz verwendet werden. Ich habe das im ZFC-Labor für euch ausprobiert. Minus 5 Grad ist ja gar nicht schlecht. Aber unter idealen Bedingungen können Temperaturen bis minus 20 Grad Celsius erreicht werden. Wie soll das denn gehen? Dafür sind zwei verschiedene Effekte verantwortlich. Erstens liegt Natriumchlorid ja als Ionengitter vor. Beim Lösen des Salzes muss das Gitter gelöst werden. Dazu ist die Gitterenergie nötig. Als Ausgleich wird die sogenannte Hydratisierungsenergie frei. Wenn aber die nötige Gitterenergie größer ist als die Hydratisierungsenergie, muss die Differenz der Umgebung, also dem Eisbad, entzogen werden. Warum ist Wasser bei minus 18 Grad noch flüssig? Das lässt sich über die Gefrierpunktserniedrigung erklären. Mehr dazu im nächsten Video.